fuck. Oh, 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 oh. Einen cineastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei City War Beyond. Ich bin immer noch alleine und wie man sieht, ist immer noch Blutmond. Und hier treibt sich wirklich alles Mögliche rum in der Stadt. Das wollen wir beheben, indem wir die Stadt ausleuchten. Oh, Entschuldigung. Dazu habe ich hier diese Carpenter's Torches letzte Folge gebastelt. Die recht schick aussehen können. Und jetzt muss ich noch mal gucken, wie der Carpenter's Block geht. Der geht mit Wood Plank und sonst Stäben drumherum. Da haben wir auch noch zwei, sehe ich gerade. Warte mal. Lass mir die scheiß Blume raus. Hier haben wir noch Setzlinge, die holen wir mal mit. Weil wir müssen auch noch ein bisschen ein bisschen aufhorsten um die Stadt rum. Dieses ganze Pack, was sich hier rumtreibt. Ja, es tut mir leid, ich habe es da immer noch nicht hinbekommen, dass der Dings wieder ordentlich funktioniert. Die Shader, die spinnen immer noch rum, deswegen spielen wir heute mal nur mit ganz leichten Shadern. So, was wollte ich machen? Ja, genau. So, Woodplanks. Und dann hauen wir da einfach mal was zum rum. So, da kriegen wir direkt 5 von diesen Carpenter's Blocks. Also machen wir mal so. Dann haben wir 12 Carpenter's Blocks. Und machen wir mal so. Und dann haben wir 64. Boah. Mehr als genug von diesen Torches. Und jetzt wollte ich noch Zaun. Das war Zaun, oder ist es Zauntor? Ne, es ist Fans, okay. Machen wir mal ein bisschen mehr direkt. So. Wow, 8. Ein bisschen mehr, ne? Jetzt haben wir 12. Wir wollen ja erstmal testen. Ich würde sagen, wir können wieder raus. Wow. What the fuck? What the fuck? Wieso kommt der hier noch? Das ist doch nicht normal. Quest nicht abbauen. Da ist wahrscheinlich irgendwo die Dorfbewohner drin. Okay. Hier. Wo kommen die denn her? Vielleicht sollten wir auch hier einfach mal Türen reinsetzen. So. Ihr wundert euch vielleicht, aber wir sind hier noch bei der Version 1.7. Deswegen sind hier die Rezepte ein bisschen anders und es kommt ein bisschen weniger raus dabei. So. Mal da hinten die Tür noch zu. So, und dann gucken wir mal, ob hier immer noch was spawnt, weil normalerweise ist das hier alles ordentlich ausgeleuchtet. Wow. Irgendwie backt das ein bisschen rum. So, ich wollte den anderen mal zeigen, was wir dafür Laternen hinsetzen können. Die Frage ist, wie hoch setzen wir die? 1, 2, 3. Ach scheiße, die kann man so nicht dran setzen.
Was, wenn ich den da hoch drauf sitze? Hallo? Die lässt sich doch da hinsetzen. Warum lässt sie sich denn sonst nicht hinsetzen? Nervt. Wieso kann ich denn auf den Zaun diese scheiß Fackel nicht setzen? Das macht er nicht. Irgendwie spackt der Server auch rum. Habe ich das Gefühl. So. Das hier sieht aber dann scheiße aus. Oder wenn wir dann in jede Seite eine machen. Ich hätte ja lieber, wenn die einfach hier dranhängen würden. Aber das scheint leider nicht zu gehen. Also, als sie an der Seite nicht auf den Zaun gehen, verstehe ich ja. Aber dass die in der Mitte nicht auf den Zaun gehen, also oben drauf, das verstehe ich leider nicht. Nein, das will nicht. Ah. Das hätte ja zu schön sein können. Ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal an, was man da am besten draus machen kann. So ist es halt noch nicht so schön. Aber ich glaube, ich setze trotzdem eine hier vorne hin, damit sie sehen, was Verrücktes ich vorhabe. Ach, wir können das ja auch so machen. Ja, genau. Was ist denn hier? Also, ich kann nicht mehr ziehen, oder was? Das ist alles ein Drama. Nur mal so crop, ne? Ihr versteht mich. So, holen wir die mal raus. Holen uns was zu essen. Wir sind ja schon wieder am Verhungern. Dann holen wir. Clay. Sand. Da haben wir noch Clay. Sand, Clay, Gravel. Jetzt fehlt mir schon wieder Gravel. Dann müssen wir nochmal auf Gravelsuche gehen. Oh. So. Dann gehen wir nochmal auf die Graviersuche. Was wollte ich noch schnell machen? Cobblestone. Le Cople Stone. Sieht scheiße aus. Deswegen Cleanstone. Jetzt brauche ich schon nochmal die Sachen. Ja,
Ja, es ist gerade ein bisschen kompliziert, tut mir leid, aber. Ach Gott. So. Jetzt kriege ich den da oben nicht weg. Kriegt hier echt einen Nervenzusammenbruch. Scheiß drauf. So, dann gucken wir mal, wie das Ganze mit Cleanstone aussieht. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas machen können. So. Was ist das da? Nee, das sieht komisch aus. Mach mal so. Das da nervt mich jetzt, ne? Dass da oben das Ding noch drauf ist. So, jetzt haben wir es. Wir haben uns hier was Aufwendiges überlegt. Selbst schuld. Da müssen wir jetzt durch. Also gehen wir jetzt nochmal auf die Suche nach Krawiel. Ziehen wir schon mal unser anderes Mützchen an. Ich glaube jetzt nicht, dass der Ultramob jetzt auf einmal entgegenkommt. So, der Wald wird hier schon ordentlich aufgeforstet, auch mit großen Bäumen, wie man sieht. Sehr schick. So, wo habt ihr hier Krabiel versteckt? Dirt. Jetzt kriegen wir hier, glaube ich, Strömung rein, aber ist halt jetzt erstmal so, das können wir noch ausbessern später. Ja, es ist halt wirklich schade, dass man bei dem Projekt hier nichts offscreen machen darf. Also es ist in den Regeln festgeschrieben, dass wir alles, was wir machen, aufnehmen müssen. Und deswegen sind solche Sachen leider auch. Da müsst ihr dann halt dabei sein. Das nächste Mal, wenn mir sowas bewusst ist, dann werde ich mir ein paar Themen überlegen, die wir dann bearbeiten können. Aber es war mir jetzt nicht bewusst, dass ich hier nochmal was klopfen muss. Und dass es wirklich so aufwendig ist, so viel für diese schwarzen Steine zu bekommen. So, wir sind schon wieder voll. So. Ich bin ja echt froh, dass wir diesen Helm haben. Also müssen wir hier alle 2 Minuten auftauchen. Es ist schon wieder Nacht. Hoffen wir, dass uns jetzt in der Nacht keiner hier anspringt. Aber ich habe gehört, die sind alle wasserscheu, die Mobs. Da,
So, die schmeißen wir auch noch. Oh, und hier haben wir dann direkt eine Höhle. Interessant. Das müssen wir auf jeden Fall noch ausbessern. Das sieht ja jetzt ein bisschen kacke aus. Hallo. Ich habe meinen Helm noch gar nicht an. Da ist einer mit einem Schwert. Und ohne Kopf. Mit Schwert und ohne Kopf. Das ist immer am besten. Da ist ein Werwolf, der noch nicht verwandelt ist. Den hole ich mir jetzt noch. Bevor es losgeht. So, und ab rein. Lalala. Also hier, die Stadtmauer ist schon gut abgeleuchtet, muss man sagen. Ah, hier ist ein Dorfbewohner. Die sollten wir ja eigentlich retten. Aber das kriegen wir bestimmt noch hin. Es wird dann noch ein paar mehr geben. Aber ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wie das geht. Da sind auch Creeper ohne Ende. Oh Mann, die haben uns, haben mich auch gesehen. Oh, und ein Golem. Weißt du was? Komm her. Fuck. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jetzt kommt wahrscheinlich das Monster in der Nähe sind und ich deswegen nicht schlafen kann. Ne, es geht. Hallo. Der Wolf, das Lamm auf der grünen Wiese. Okay, verreckt mal alles schön. Da steht noch ein Creeper. Krieg ich auch jetzt hin. Oh, ne, das ist ein Ultra-Creeper. Oh, oh. Und wieso? Da holen wir das hier mal. Schon. So viel Schaden kriegt der nicht im Moment. Aber ich habe immer noch keinen Bogen. Das wäre natürlich auch noch eine Aufgabe. Ja, verpiss dich. Ich hätte auch Angst an deiner Stelle. Ultra Ronin Creep auf Venom. Wow. Jawohl. Oh, der hat fast die Kiste ja weggesprengt, die Sau. Und wahrscheinlich, weil er jetzt verbrannt ist, habe ich noch nicht mal so ein Dings bekommen. Ein Schatz bekommen. So, hier ist wieder alles kaputt. Geht mir alle so auf den Sack, das glaubt ihr gar nicht. Machen wir mal die Spitzhacke hier rein.
Ach ne, das könnte ich ja noch testen. Marsch gleich. Machen wir Questbuch mal hier rein. Krabbel. Sand. Clay. So. 64. 64. Sand. Gravel. Clay. Jetzt fehlt uns Sand. Sehr gut. Aber es geht voran. Wo hatte ich denn den ganzen Kram davon hier? So, ach. So, Gravel. Gravel. Zack. Machen wir hier mal das Feuerzeug auch rein. Iron Ingot. Dann machen wir hier die Oma da rein. Der Zaun. So, schönen Dank auch. Ich brauche jetzt wieder Gravel. Ah, da habe ich noch. Okay. Hä? Warte mal. Das wurde ja falsch hier wieder repariert. Warte mal. 3. Ja. Ich gehe mal kurz noch Erde holen. Hat die Bären hier auch nicht aufgesammelt. Schweinerei. Essen. Okay, 22 Level, nicht schlecht. La la la. Ich guck mal, dass ich nächste Folge mal wieder mit den anderen aufnehme, weil es ist doch schon ein bisschen langweilig alleine. Denke ich jetzt einfach mal. Das müsst ihr natürlich entscheiden. Aber es ist natürlich dann immer ein bisschen besser, wenn mehrere dabei sind. Ah, warte, warte, warte. Das hier war schon richtig so. So. Okay. Und hier kommt dann noch sowas hin. Dann der Gravel. Ich will das ja jetzt nicht schon wieder so alles zerklüftet hinterlassen. Die anderen haben ja schon letztes Mal meine Spuren bereinigen müssen. Ach, ja. So, was wollte ich machen? Ah ja. Mir fällt's ein. Habe ich jetzt wieder.
So. Zack. Moss. Okay, und jetzt müsste die sich langsam reparieren. Auto Repair. Das könnten wir eigentlich auch auf die Schaufel drauf machen. Das macht Sinn. Aus Schwert, da will ich glaube ich noch ein besseres Schwert machen. Deswegen mache ich da jetzt erstmal noch nichts drauf. Ich meine, es ist gar nicht so schwer, so ein Mossball zu kriegen. Aber, ja. Die haben ja noch Redstone Block. Weißt du was? Hä? Das ist zu viel schon. Das sieht so aus. Gucken wir mal so. Dann so. Ja. La la la. 49, 50. So, jetzt sind wir voll. Und wir haben noch zwei Modifier. Ich weiß gar nicht, was wir da noch draufhauen können. Jedenfalls ist es jetzt die schnellste Spitzhacke in Mexiko. So, Kohle können wir da mal noch reinhauen. Wie viele Büsche wir hier noch haben. Also da können wir auf jeden Fall, teste ich jetzt mal noch kurz die Spitzhacke. So, du kommst immer weg. Zack. Und dann. Ist schon nicht so schlecht, muss ich sagen. Vor allem hält die halt Ewigkeiten. So, machen wir aber die normalen Fackeln. Das machen wir dann nächste Folge. Was ich jetzt gerade noch gesehen habe, wir haben ja noch ein bisschen Level. Geh ich mal kurz hier rein. So, und du wirst jetzt auch mal repariert. Kann ich gar nicht. Ich kann eine Unbreaking drauf machen. Ah, jetzt. Okay. Jetzt habe ich Unbreaking 2 drauf. Übrigens kann ich das Schwert hier nicht verzaubern. Das kann man gar nicht da reinsetzen. Das kann ich denn hier noch drauf machen. Mache ich ja auch mal ein Unbreaking drauf. Ja, sonst macht das aber keinen Sinn. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder nach Hause. Da ist wieder der Händler. Ich glaube, der kommt gar nicht mehr aus der Stadt raus. Der ist, der despawnt gar nicht, sondern der rennt immer so rum und der findet wahrscheinlich den einen Ausgang, den es nur noch gibt, nicht mehr. Deswegen würde ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao!